Ich habe das Gefühl, dass ich heute 24 Stunden nur Pink esse. Und das tue ich natürlich. Okay. Wow, die Sonne. Krass. Oh, ich muss mich auch noch fertig machen. Fertig. Cool. Ich habe so Lust, 24 Stunden nur pinke Sachen zu essen. Pinkes Brot, pinke Tomaten, pinke Cola und pinke Süßigkeiten. Ich hoffe, das gibt es alles in Pink. Denn Pink muss natürlich auch gut schmecken. Und weil wir zu Hause keine pinken Sachen mehr haben, wir haben ja nur Blau, Rot und Gelb, wir haben einfach nichts Pinkes zu Hause, also muss ich jetzt einkaufen gehen und richtig leckere pinke Sachen holen. Was brauche ich jetzt alles noch zum Einkaufen? Maske, check. Oh, da ist ja noch der Rotz von gestern drin. Ach, egal. Jetzt brauche ich noch einen nachhaltigen, geflochtenen Einkaufskorb. Check. Dann kann es ja auch schon losgehen. Bis gleich. Eine Stunde später. So. Es gibt erstaunlich viele pinke Sachen. Ja! Der ganze Korb voll. So, Maske aus. Gut. Jetzt gibt es ganz, ganz viele Sachen. Wo kann ich denn anfangen? Vielleicht. Ja, pinke Nudeln. Ich wusste vorher gar nicht, dass es sie gibt. Ich hoffe, dass sie gut schmecken werden. Das esse ich dann zum Mittag. Jetzt kommt meine Lieblingswurst und zwar die pinke vegetarische Schinkenwurst. Lecker! Das ist meine Lieblingswurst, weil die so pink ist. Und die schmeckt auch einfach lecker. Und weiter geht's. Hier, pinke Shampoo. Das brauche ich natürlich auch. Ich will ja heute Abend nicht blau duschen und auch nicht gelb duschen, sondern ich will ja pink duschen. Also brauche ich das hier. Okay, nächste Sache. Hier habe ich pinke Ahoi-Brause. Ich hoffe, das wird gut schmecken, aber das sieht schon mal ziemlich lecker aus. Das werde ich zum Mittag trinken. Und die nächste Sache. Pinke Mäuse. Das ist mein Snack zwischendurch. Dahin. Hier gibt es pinken Schweppssaft mit Wildbeeren. Und das habe ich auch noch nie probiert. Also ich hoffe, dass es gut schmecken wird. Und hier habe ich mir auch noch pinken Heringssalat geholt. Pinkes Kaugummi aus der Tube. Pinke Donuts. Die werden lecker schmecken. Hier, das ist irgendwie Bio-Schokolade. Und ja, ich glaube, dass sie ziemlich pink sein soll. Denn hier ist ja die Verpackung ziemlich pink. Himbeersahne-Creme. Das muss man einfach nur in ein Getränk mischen. Dann hat man die Himbeersahne. Die ist natürlich auch pink. Jetzt kommen wir zur letzten Sache. Pinke Milch. Das hier ist das einzige pinke Getränk, das auch gesund ist. What? Ja. Gesunde Sachen müssen auch immer dazugehören. Sonst werden meine Eltern böse. Runter vom Tisch. Jetzt zeige ich euch doch mal die Ausbeute. Hier. Super cool. Jetzt gibt es Frühstück. Als erstes esse ich was Deftiges. Und zwar den Schinken und den Heringssalat. Nur leider gab es ja kein pinkes Brot. Deshalb muss ich jetzt den Schinken so essen. Aber als erstes esse ich den Heringssalat. Jetzt gibt es Frühstück. So, als erstes den Heringssalat. Mmh. Super lecker. Jetzt noch einmal. Super. Jetzt esse ich den vegetarischen Schinken. Ich habe eine kleine Idee. Ich vermische den Heringssalat mit dem Schinken. Okay. Ein Hering. So wie ein Wrap. Rein damit. Und essen. Und jetzt zum Frühstück natürlich noch pinke Milch.
schmeckt aber nicht so gut. So, mein Nachtisch ist ein Donut. Hier und Hahn. Mmh. Super. Hat sogar eine ganz, ganz tolle Füllung. Eine Erdbeerfüllung. Lecker. Eine Stunde später. Weißt du was? Irgendwie habe ich jetzt richtig Lust auf die hier. Die sind ja ganz pink. Ich glaube, ich brauche einen Experten für dieses Fach. Der Experte muss ja gucken, ob das jetzt gilt. Ob ich das auch essen darf. Okay. Ich hole jetzt mal den Experten. Clara! Sie haben die Expertin gerufen. Hier bin ich. Sie müssen etwas testen. Und zwar, ob ich diese Schweinechips wirklich essen darf. Ich esse ja heute 24 Stunden nur pinke Sachen. Okay. Ich probiere mal. Okay. Nein, das darfst du niemals essen. Das schmeckt nach grün. Das ist doch gar nicht pink. Also darfst du das nicht essen. Das ist ja blöd. Der Experte hat gesprochen. Auf Wiedersehen. Nein! Okay, das darf ich dann leider nicht essen. Aber dafür habe ich auch etwas anderes besorgt. Und zwar die hier. Die werde ich gleich beim Arbeiten essen. Aber immer nur die pinken. Hier der Beweis. Hier ist pink. Okay, und jetzt weiterarbeiten. Viele Stunden später. Nach 5 Stunden habe ich jetzt Hunger auf Abendbrot. Hier habe ich schon alles vorbereitet. Als erstes das hier oder das hier? Ich glaube, als erstes das hier. Ich mache es immer mit der Gabel auf. Oh, das sieht ein bisschen komisch aus, aber okay. Lecker. Schmeckt so wie Himbeerbrause. Genau wie es hier drauf steht. Himbeer. Einfach lecker. So, jetzt werde ich was essen. Was habe ich denn noch so zur Hand? Das hier werde ich jetzt mal machen. Hier, das sieht so aus wie, naja, so wie Mehl. Ja, schmeckt schon gut. Jetzt nehme ich mir die anderen Sachen vor. Hier die Schokolade. Okay, aufgemacht. Oh mein Gott, das ist eine Verpackung. Gut, weiter auf. Wow, es ist wirklich pinke Schokolade. Hier, toll. Hier. Da scheinen unten getrocknete Himbeeren zu sein. Toll! Entweder
War es ein leckerer Fußnagel? Oder es war ein ekliges Stück Plastik? Hat nicht ganz so gut geschmeckt wie die anderen Sachen. So. Boah, ist das auch. Für heute hatte ich jetzt wirklich genug pinke Fußnägel. Und ihr seht ja, meine Haare sind noch ein bisschen nass. Natürlich habe ich auch pink geduscht. Jetzt bin ich müde und bereit für pinke Träume. Ich bin müde. Das heißt, ich gehe jetzt ins Bett. Bye bye und bubu.